ho, ho! Hallo und herzlich willkommen, liebe Motorradfreunde. Jo, ich habe lange nichts von mir hören lassen. Und ja, ihr könnt euch denken, es ist tiefster Winter. Gestern war der kürzeste Tag des Jahres. Und ja, jetzt ist das Wetter eigentlich ganz gut, aber echt die letzten Wochen war entweder arschkalt oder nass oder beides zusammen. Und ja, ist natürlich nicht so toll. Dazu kommt, dass ich ja, während der Woche morgens im Dunkeln zur Arbeit fahre. Wenn ich zurückkomme, ist es auch wieder dunkel. Und da bleibt mir letztendlich nur das Wochenende, um Videos zu machen. Ja, und da hatte ich dann häufig einfach auch nicht die Muße, dann bei, keine Ahnung, 5 Grad oder so, scheiß Wetter, durch die Stadt zu fahren. Und es ist auch so, dass im Winter die Straßen einfach mal noch viel voller sind als im Sommer, weil kein Mensch Fahrrad fährt. Mann, fahr! Alter. Ja, und ich muss auch sagen, dass es eigentlich auch mal ganz gut tut, so ein bisschen Abstand von Social Media. Ehrlich gesagt soll dieses Video auch gar nicht so großartig um dieses Tuning-Bauteil, das beste Tuning-Bauteil wohlgemerkt, ja, für Supersportler gehen. Ich wollte eigentlich viel mehr noch ein Video irgendwie machen vor Jahresende, vor Weihnachten. Und, aber dazu komme ich auf jeden Fall später noch, keine Sorge. Und das ist echt ganz cool. Ja, Weihnachten steht vor der Tür, deshalb wünsche ich euch allen schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch an der Stelle. Ich habe dann endlich mal Urlaub bis Mitte Januar. Das ist ganz cool. Jo, ich fahre dann auch ein paar Tage an die Ostsee. Ist auch ganz cool, mal so ein bisschen aus dieser dreckigen Stadt rauskommen. Jetzt noch ein paar letzte Weihnachtseinkäufe machen. Ich muss ja auch am 24. dann wieder den Weihnachtsmann spielen für meine Nichte. Das wird auch wieder sehr witzig, was man nicht alles tut. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Falls es dann noch hell ist. Ansonsten mache ich das morgen Video weiter. Das Video morgen weiter. So, weiter geht's. Und es ist unschwer zu erkennen, dass ich es gestern nicht mehr im Hellen nach Hause geschafft habe. Jetzt der nächste Tag. Ich habe gestern alleine bei Spielemax 25 Minuten nur in der Kasse gestanden. Ja, da ich keine Ahnung, da waren 40 Leute oder so vor mir. Es war kompletter Wahnsinn. Genau. Ich habe anderes Visier drauf und ihr seht, das ist mal wieder klitschnass. Deshalb werde ich auch versuchen, das Video jetzt möglichst schnell zu Ende zu bringen, weil es jederzeit wieder anfangen könnte zu regnen. Und vielleicht noch als kleinen Hinweis, ja, falls ihr auch so verrückt seid wie ich und bei diesem Scheißwetter noch Motorrad fahrt, dann passt auf jeden Fall auf die Hölle, ey. Gerade so Nässe plus Kälte und wenn dann sogar noch Dunkelheit dazu kommt, das ist echt scheiße. Dann eventuell noch ein bisschen Rollsplit, ja, wenn es glatt geworden ist. Und all die Scheiße. Eigentlich sollte man bei dem Wetter echt nicht mehr Motorrad fahren. Und mir ist halt letztens auch ziemlich übel der Hinterreifen weggerutscht. Ich habe davon auch ein Video. Sieht zwar nicht so krass aus, aber hat sich ziemlich krass angefühlt, muss ich sagen. Ja, war morgens halt, und zwar nicht mal so nass, ja, sondern es war nur ganz bisschen, ja, vielleicht feucht so. War halt arschkalt und jo, da ist mein Adrenalinspiegel doch
ganz schön in die Höhe geschnellt und ja, ich blende es euch mal ein. Ehrlich, wenn man sich das so anguckt, kommt da bei euch Weihnachtsstimmung auf. Ein einziges Grau in Grau. Oh, Nässe, Kälte, natürlich kein Schnee. Aber ich meine, Berlin ist eh so, wenn Schnee fällt, dann ist das innerhalb von ein paar Stunden eh nur noch graubraune Matsche. Und jetzt kommen auch schon wieder die ersten Regentropfen. So, ich fahre jetzt noch rasch zum Olympiastadion nach vorne, um euch dieses tolle Tuning-Teil zu zeigen. Und der Regen wird stärker. Ist eigentlich nicht so schlimm, nur auf der Kamera. Da sieht man wieder einen Scheiß, ey. Olympiastadion. So, sieht ja eigentlich relativ stock aus, ziemlich ungetuned, ist es eigentlich auch. Sorry, dass es so übertrieben dreckig ist, aber selbst wenn ich es waschen würde, würde es innerhalb von 2 Tagen wieder so aussehen. Naja, worum geht's? Nein, es ist kein teurer Auspuff, sonst irgendwas. Es ist tatsächlich dieses Teil hier. So eine Gasgriffhilfe. Ja. Gerade bei Supersportlern, wo doch ziemlich viel Belastung auf den Handgelenken oder generell auch auf den Händen ist. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil man darauf die Hand ablegen kann und im Prinzip Gas geben kann, ohne den Gashahn umgreifen zu müssen. Ja. Klar, Leute, die in einer komfortablen Situation sind und irgendwie Tempomat haben, die lachen da drüber, völlig klar. Aber ja, ich bin auf der Autobahn auch schon, weiß nicht, bei entspannten 100 gefahren, wenn es frei war, und habe dann einfach mal nur mit dem Daumen halt Gas gegeben, ein bisschen die Hand entspannen. Kann man natürlich nur machen, wenn absolut leer ist, nichts los ist. Nicht alle finden das Teil geil. Ich habe ein paar Kommentaren gelesen, dass es Leute es für gefährlich halten, weil die Gefahr, dass man einen Gashahn verzieht, natürlich größer ist. Ich würde mir das auch nicht direkt dran machen, wenn ich eine neue Maschine kaufe, sondern erstmal ein bisschen Gefühl für die Maschine entwickeln und dann, ja, wie gesagt, ein bisschen Geschmackssache. Ich finde es mega geil, möchte es nicht mehr missen und ja, könnte mir vorstellen, dass es nicht nur für Supersportler, sondern auch für andere Maschinen cool sein kann, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber klar, gerade bei Supersportlern hat man eben doch ein gewisse Belastung auf den Handgelenken. Ja, das ist einfach nur so ein Plastikteil, was man da so rumschnallt, kann man jederzeit abmachen, man braucht nichts schrauben, gar nichts, macht nichts kaputt, kann es wieder abmachen, völlig problemlos. Die Frage wird wahrscheinlich aufkommen, nein, das Video ist nicht gesponsert und ich krieg keinerlei Geld von irgendwem dafür. Ich finde dieses Teil, diese Erfindung einfach nur geil und wollte meine Erfahrung mit euch teilen. Ich verlinke euch das Ding auch in der Videobeschreibung. Wie gesagt, kostet irgendwie 10 Euro. Gibt es auch aus Carbon, dann kostet es wahrscheinlich irgendwie das Fünffache. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ja, ist auch so ein bisschen ergonomisch. Also da liegt echt die Hand, liegt echt nice drauf. Ja. Man völlig entspannt, ohne den Gashahn umgreifen zu müssen, Gas geben. Soundcheck. Ja, das ist es eigentlich schon.
man kann nicht viel falsch machen, das mal auszuprobieren. Du hast, wie gesagt, nicht viel. Und ich finde es klasse. So, vielleicht nochmal aus der First-Person-Position. Ja, liegt echt chillig die Hand drauf. Ja, wie gesagt, diese bisschen ergonomische schmiegt sich echt gut an die Hand an. Man kann es variieren halt. Wie gesagt, ist einfach nur angeklippt. Ihr seht es, ich mache da irgendwo mal ein Bild rein. Sieht man es besser. Und da kann man das eben auch variieren, wo das dann halt, wo man es halt haben möchte. Ja. Total easy, total chillig. So, mit diesem Blick auf den Zirkus beende ich dann mal das Video. Ich wünsche euch nochmal, Junge, blinkt doch wenigstens. Ich wünsche euch nochmal frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und vor allem auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön, feiert nicht zu hart und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder, hören uns wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo natürlich besonders freuen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Ich verlinke euch jetzt links auf zwei Videos. Diese Videos könnt ihr euch auch gerne noch anschauen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Habt noch einen schönen Tag und haut rein!